Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Kickstarter und hier sind eure Gastgeber, die wollüstigen Zwillingsbrüder von Joko und Klaas, die Musen von Thomas Gottschalk und Günther Jauch, die Mentoren von Stefan Raab, die Hitgiganten von Dieter Bohlen und die wahren Schlauts der Gaming-Szene. Live aus den West Coast Studios in Irland begrüßen euch unsere Showmaster Steffen und Daniel. So, da sind wir wieder zurück aus der Pause. Wir haben mit unseren Gästen, so auch mit Professor Hegel, haben wir ein bisschen im Hintergrund noch gesprochen. Sehr interessant wieder. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt an Professor Hegel, dann kommt bitte zu uns in den Discord. Die Zuschauerfragen werden mit eingebunden. Wir haben aber auch Fragen vorbereitet, und zwar der nächste Block ist die Pharmakotherapie. Da wollen wir gerne drauf eingehen. Und wenn ihr mehr Informationen auch über Professor Hegel haben möchtet, da kommt ihr jetzt der Befehl gerade in den Chat, Ausrufezeichen Depressionshilfe. Da sind alle wichtigen Links zu finden. Herr Professor Hegel, können Sie vielleicht kurz und nachvollziehbar die Wirkungsweise von Psychopharmaka erläutern, dass die Zuschauer auch wissen, wann sollte man es vielleicht nutzen? Wir gehen da noch näher drauf ein. Was ist das überhaupt? Also Antidepressiva sind Psychopharmaka. Man muss wissen, dass es da verschiedene Gruppen gibt. Also wir haben die Gruppe der Psychopharmaka, die Schlafmittel, Beruhigungsmittel sind, die wirken sofort. Wenn jemand Angst hat und nimmt ein Valium, dann ist die Angst weg, so ähnlich wie bei Alkohol. Und die haben eben auch wie Alkohol eine suchtmachende Wirkung. Dann gibt es die sogenannten Neuroleptika, die vor allem eingesetzt werden bei schizophrenen Erkrankungen. Einige von denen machen so körperliche Veränderungen, so ähnlich wie beim Parkinson, und haben auch andere Nebenwirkungen. Und dann gibt es die Gruppe der Antidepressiva. Da muss man wissen, die machen nicht süchtig. Da gibt es keine Tendenz zur Dosissteigerung. Es sind auch keine Happy-Pillen. Wenn man die nimmt, fühlt man sich nicht high. Und da gibt es auch keinen Drogenschwarzmarkt für die Antidepressiva. Also da ist dieses Risiko der Abhängigkeitsentwicklung nicht gegeben. Sie haben auch den Nachteil, dass sie nicht sofort wirken, also wie Schmerzmittel oder Beruhigungsmittel, sondern erst nach so etwa 2 Wochen entwickeln sie ihre antidepressive Wirkung. Wenn man es absetzt, soll man nicht sofort absetzen, denn wenn man abrupt absetzt, gibt es so eine Art Rebound-Phänomen, das hat man auch bei Blutdruckmitteln und bei anderen. Das heißt aber nicht, dass man deswegen abhängig ist, ne, davon. Es kann sein, dass man es braucht, weil man eine hohe Veranlagung hat. Da muss man es vielleicht auch über viele Jahre nehmen. Das würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das ein Zeichen einer Sucht ist. Das hat man ja bei Insulin und Diabetes mellitus ja auch, ne, wenn man eben einen schweren Diabetes hat, braucht man halt das Insulin, und so ist es hier auch. Wie die wirken, das ist wichtig, ich wollte es nochmal betonen mit dieser Sucht, weil im Internet gibt es da auch viele andere Botschaften und da wird sehr viel Angst verbreitet. Antidepressiva sind also recht gute Medikamente, die auch besser wirken, als man viel lesen kann. Ich könnte jetzt einen langen Vortrag halten und Ihnen erklären, warum die Wirksamkeit in den Studien, in denen sie untersucht wird, sehr häufig unterschätzt wird. Wenn es gewünscht wird, kann ich das gerne machen und das erklären. Also ich weiß, dass sie gute Medikamente sind, die auch eine gute Wirksamkeit haben. Wie sie wirken, das ist eine schwierige Frage. Man hat eher zufällig ihre Wirksamkeit entdeckt vor vielen Jahren und man weiß es nicht genau. Was man aber weiß, ist, dass sie wirken. Denn das kann man recht gut in Studien rauskriegen, indem man verblindet, mit Placebo vergleicht und dann eben zeigt, dass das besser ist, als wenn man eine ebenso hoffnungsvermittelnde und aktivierende Placebo-Behandlung bekommt, dass eben die Antidepressiva da besser sind. Die wirken also, das ist eigentlich unbestritten, und manchmal wird diskutiert, ob sie auch bei leichteren helfen. Auch hier könnte ich viel erzählen. Ich denke, auch bei leichteren Depressionen können Antidepressiva durchaus Sinn machen. Ich habe vorhin erzählt, bei der Dysthymie, die ja per Definition eine leichte Form der Depression ist, ist die Wirksamkeit besser belegt als zum Beispiel die von Psychotherapie. Also Antidepressiva sind besser als ihr Ruf, und gerade in Deutschland ist eigentlich mein täglicher Job, wenn ich mit Patienten zu tun habe und sie behandle,
dem Patienten erstmal die Angst zu nehmen vor diesen Medikamenten und ihnen zu sagen, binden Sie es einfach mal aus. Ja? Und dann sehen Sie ja nach 2, 3 Wochen, ob es Ihnen was bringt. Die haben natürlich auch Nebenwirkungen, wie jede Flasche Bier und jede Zigarette und jedes Medikament halt Nebenwirkungen hat. Aber in der Regel findet man ein Antidepressivum, das gut vertragen wird und hilft. Hier würde eine Zuschauerfrage gut passen, Professor Hegel. Eine Zuschauerin schreibt, sie hat den Eindruck, Professor Hegel sowie auch viele andere Ärzte halten Medikation für einen richtigen oder auch wichtigen Schritt. Dennoch gibt es viele Menschen, die davon berichten, dass diese Medikamente die charakterliche Eigenschaften von den Personen verändern und sie daher dann absetzen wieder oder ablehnen. Die Therapie, sagt der Zuschauer, ist natürlich wichtig, auch ein geregelter Tagesablauf. Wie argumentieren Sie, Herr Professor Hegel, mit Menschen, die Medikamente grundsätzlich ablehnen? Ja, genau, das sind so die Sorgen, dass natürlich die Persönlichkeit verändert wird. Ich habe mehrere tausend Patienten behandelt, dass die Menschen sagen, ich fühle mich in meiner Persönlichkeit verändert durch die Medikamente, das kam eigentlich fast nicht vor. Das spielt in der Versorgungsalltag eigentlich keine Rolle. Mhm. Was die Persönlichkeit ganz tief verändert, ist die Depression. Dann ist man natürlich ein ganz anderer Mensch. Und die Menschen sagen in aller Regel, durch die Behandlung bin ich jetzt endlich wieder rausgekommen, jetzt bin ich so, wie ich mich kenne. Das ist das, was ich Tag aus, Tag ein erlebe und wahrnehme. Die Menschen haben natürlich das Bedürfnis zu sagen, ich möchte mit dieser Erkrankung selber fertig werden. Und jetzt nicht irgendwie so eine Medikamentenkrücke und ich möchte meine Probleme aufarbeiten und dann mit der Erkrankung fertig werden. Und das ist wieder, was ich vorhin sagte, die Vorstellung, dass Depression halt überwiegend eine Reaktion auf Lebensumstände ist und nicht eine eigenständige Erkrankung. Mhm. Wenn man das eigenständige Erkrankung sieht, und das ist es, es ist eben auch eine Gehirnerkrankung, dann wird auch verständlich, warum Antidepressiva Sinn machen. Wenn man glaubt, es ist vor allem eine Reaktion auf der Arbeitsplatzüberforderung oder Partnerschaftskonflikt oder irgendwas, dann macht es ja gar keinen Sinn, Antidepressiva zu nehmen. Denn dann sagt man doch, da muss ich halt meine Partnerschaft in Ordnung bringen, dann geht es schon weg. Das ist der häufige Grund für die Skepsis gegenüber der Antidepressiva. Und das ist eben das naive Verständnis der Depression. Bei einer manisch-depressiven Erkrankung merkt man das, ist eine richtige Erkrankung, da versteht man das. Aber wenn man nur depressive Episoden hat, versteht man es oft nicht. Das macht es oft schwierig, die Leute dann zu überzeugen, Antidepressiva zu nehmen. Aber die meisten Menschen, die schöpfen dann doch irgendwie Vertrauen nach einiger Zeit und sagen dann, okay, probiere ich aus. Und dann machen sie halt doch gute Erfahrungen und die Antidepressiva genommen haben, haben dann oft auch eine viel positivere Sicht, als sie vorher hatten, auf diese Behandlung mit Antidepressiva. Also das ist eine gute Behandlung und ich selber, ganz offen und ehrlich, wenn ich eine Depression kriegen würde, ich würde zunächst Antidepressiva nehmen. Und dann schauen, ist für mich eine Psychotherapie wichtig, weil ich in meinem Leben Ungleichgewichte und Konflikte und Probleme habe, mit denen ich alleine nicht gut zurechtkomme. Ich würde die ohne Bedenken nehmen. Vielleicht da, also, das machen wir selten, aber vielleicht hier doch so eine kurze Reise, es passt in diesen nächsten, oder Sie hatten das eigentlich jetzt auch schon erwähnt und angeschnitten, man liest halt oft im Internet diese Gegenposition zu Antidepressivern, ich habe das auch sehr oft gelesen, ich hatte Ihnen das eben in der Pause gesagt, die meisten Zuschauer wissen das auch, ich hatte diese Erfahrung, ich war ja 10 Jahre, das hatten wir ja gesagt, in der Notfallmedizin und hatte mit vielen Patienten auch zu tun und mir ist da was aufgefallen, wo ich habe lange drüber nachgedacht, aber ich komme da auch, muss ich sagen, so ein bisschen zu Ihrer Position. Was ich beobachtet habe, ist, dass ich in akute Situationen gerufen worden bin, rettungsdienstlicher Natur, wo man nachher dann auch leider vielleicht bis hin zu einer Zwangseinweisung gehen musste. Und hier habe ich was festgestellt. Ich habe ganz oft von den Angehörigen, die aufgelöst, heulend in dieser Situation standen, gehört, es war doch gar nicht so schlimm. Er hatte zwar eine Depression, aber es war gar nicht so schlimm. Wir haben die Medikamente abgesetzt. Und das war dann im akuten Verlauf, man hat also auch die Therapie ganz oft abgesetzt, das habe ich herausgehört, so durch die Angehörigen. Und dann ist diese Situation so akut geworden, dass sie entweder
für Angehörige gefährlich geworden ist oder halt wirklich für die betroffene Person nachher auch. Mhm. Und deswegen, wenn ich das so lese im Internet, wenn viele Menschen auch darüber debattieren, vielleicht auch über ihre eigenen Erfahrungen sagen, ich habe sie abgesetzt, mir tut das gut, dann finde ich immer, ist das sehr subjektiv. Weil wenn man das wie Sie können über, ja, ich glaube 30 Jahre Wissensfundus zurückgreifen. Ich habe das 10 Jahre so rettungsdienstlich begleitet und stelle doch fest, irgendwas muss ja an der Therapie dran sein, weil die Situation, die ich in dieser Richtung begleitet habe, waren leider natürlich immer Situationen, das ist der Beruf des Rettungsdienstlers, in Akutsituationen zu kommen. Und die waren wirklich so, dass Leute an Kanten standen oder also Akutsituationen. Ja. Mich würde hier interessieren, Professor Hegel, wenn man sich, wenn jetzt geraten wird, Medikamente zu nehmen, Antidepressiva, wie lange sollte man es definitiv nehmen? Weil manche nehmen es einen Tag und sagen, das hilft ja gar nicht. Ich bin immer noch so, wie ich zuvor war. Was ist so die Regelzeit, dass man merkt, jetzt hilft es mir? Gibt es das? Vielleicht noch ganz kurz einen Schritt zurück. Ja. Da kommt ja auch immer dann der Vorwurf oder auch der Verdacht, das Ganze ist von der Pharmaindustrie gesteuert. So ist es, ja. Gegenüber der Pharmaindustrie muss man skeptisch sein und es gab auch viele Dinge, wo sie etwas propagiert haben, ohne ausreichende Wirksamkeitsbelege. Man muss hier wissen, dass es heute nicht mehr ganz so leicht ist, dass die Pharmaindustrie hier einen negativen Einfluss hat und vor allem, dass viel mehr Geld umgesetzt wird in der Psychotherapie als in der Pharmakotherapie. Da gibt es also auch riesen Interessenkonflikte und auch in der Alternativmedizin. Da wird mehr Geld umgesetzt, als man mit diesen Antidepressiva verdienen kann, die heute ja alle relativ extrem preiswert sind. Also diesen Vorwurf, den kann man eigentlich auch entkräften. Das ist jetzt nicht, steht nicht die böse Pharmaindustrie dahinter, wenn jemand sagt, Antidepressiva sind gute Medikamente. Mhm. Ja. Ihre Frage war jetzt... Genau, also die Gegenopposition, die sagt ja auch, diese Wirkungskraft, diese Wirksamkeit ist überhaupt nicht nachgewiesen. Jetzt ist die Frage, vielleicht sagen die ja, ich nehme jetzt eine Pille und dann funktioniert es nicht. Die Frage war, wann tritt denn die Wirksamkeit ein? Also zunächst, die Wirksamkeit ist ja nachgewiesen, sonst wäre es ja gar nicht zugelassen worden. Das musste in strengen Studien gezeigt werden, dass es wirkt. Das ist uns, bezweifelt auch keiner, dass Antidepressiva wirken. Es ist jetzt so, dass man dann beginnt mit der Behandlung. Manche Medikamente, die kann man auch gleich in der richtigen Dosis geben. Manche muss man in Schritten aufdosieren. Es gibt ja viele verschiedene Antidepressiva. Und dann braucht man leider Geduld. Aber nach 2 Wochen sollte man zumindest eine Besserung merken. Und das ist auch bei sehr vielen der Fall. Die merken dann plötzlich, dass sie wieder ein bisschen leichter sich fühlen. Die bleierne Schwere, die ist ein bisschen abgefallen. Es kommen plötzlich wieder das erste Lächeln. Interessanterweise ist es so, bei der stationären Behandlung, die Schwestern merken das eher als der Patient. Introspektiv ist es oft noch so, dass die Menschen immer noch das Gefühl haben, ich bin in der Depression. Aber die Schwestern sagen, nee, der lächelt schon, der bewegt sich anders, hat ein bisschen mehr gegessen zum Frühstück. Die merken das oft eher oder die Angehörigen merken es auch oft eher, als man das selber als Erkrankter wahrnehmen kann. So, nach 2 Wochen sollte man was merken und nach 4 Wochen sollte eigentlich die Wirkung dann mehr oder weniger vorhanden sein. Wenn es nicht der Fall ist, hat man verschiedene Möglichkeiten. Man kann das Medikament wechseln. Das macht man heute eher weniger, sondern man macht heute meistens Kombinationsbehandlungen, weil es Studien gibt, die zeigen, Kombinationsbehandlungen sind besser als Umsetzen von einem Antidepressivum auf das andere. Da gibt es Antidepressiva, die unterschiedliche Botenstoffe in unterschiedlicher Weise beeinflussen und die kann man dann kombinieren. Und dann wartet man nochmal 2 Wochen. Und wenn sie dann wieder nichts tut, darf man nicht locker lassen. Dann gibt es einen richtigen Stufenplan. Dann kann man zum Beispiel Lithium dazugeben. Das nennt man Lithium-Augmentation. Wir machen dann bei stationärer Behandlung dann auch zum Beispiel einen Schlafentzug. Oder wir bitten die Patienten, das zu tun. Wenn einer sagt, nein, mache ich nicht, natürlich muss er es nicht machen. Ne? Aber die Menschen vertrauen uns in der Regel schon, wenn sie bei uns sind und probieren das aus als unterstützende Maßnahme. Natürlich bei stationären Behandlungen. Und dann lässt man nicht locker, bis man eine Behandlung gefunden hat, die hilft. Und es gelingt eigentlich in allermeisten Fällen,
die Menschen da weitgehend oder vollständig aus der Depression rauszuholen. Und wie gesagt, gibt es einen richtigen Stufenplan. Viele sprechen schon auf die erste Behandlung an und der große Rest, die das nicht tun, dann auf diese weiteren Behandlungsschritte. Okay, das heißt, man merkt ja schon, wie Sie das gesagt haben, man kann das nicht nur anhand von der Wirksamkeit bei Patienten, bei Betroffenen feststellen, sondern es gibt einfach auch wissenschaftlich dort Ergebnisse, die zeigen, es wirkt, ja. Das heißt, wir hatten das auch in der Fragestellung ja definiert, Internetseiten wie zum Beispiel, ich nenne mal den Namen hier, Depression heute, die sagen, es gibt überhaupt gar keine Wirksamkeit, die ist nicht nachgewiesen. Das ist ja dann, ich sage das mal in meinen Worten, das ist Angstmache, Mumpitz, würde ich jetzt an dieser Stelle mal sagen, ja. Es gibt auf dieser Seite, uns würde interessieren, was Sie dazu sagen. Auf dieser Seite gibt es ein Zitat, was sagt, nach eigenen Angaben wurde diese Organisation gegründet. Ich denke, dabei geht es um Ihre Organisation, um Menschen mit Depressionserfahrungen zu entstigmatisieren. Das ist lobenswert. Aber weshalb Sie im gleichen Atemzug mit harten Bandagen dafür kämpft, Menschen mit Absetzungserfahrung zu diffamieren und zu diskriminieren. Bleibt wohl eines der großen Geheimnisse dieser Stiftung. Wie gehen Sie mit diesem Angriff um, wenn Sie sowas lesen? Oder haben Sie das damals erfahren? Kennen Sie dieses Zitat? Kenne ich nicht. Es gibt hier auch Menschen, die halt wahrscheinlich aufgrund ihrer ganz persönlichen Erfahrung die Dinge ganz, ganz anders sehen und da jetzt dann vielleicht auch eine Ideologie draus machen. Das sind Menschen, die kann ich meistens auch mit noch so guten Argumenten nicht überzeugen. Ja. Und das ist, glaube ich, im Internet etwas, was man einfach ertragen muss. Ja. Mich macht es schon ärgerlich, weil hier Menschen oft auch mit ganz umschriebenen Erfahrungen Botschaften raushauen, die meiner Meinung nach vielen Menschen das Leben kosten. Denn Menschen, die es sich nicht behandeln lassen, konsequent und leitlinienkonform, denn was wir ja empfehlen, ist ja das, was, sagen wir, weltweit eigentlich mehr oder weniger mit allen Leitlinien übereinstimmt. Das sehen ja alle so, die systematisch die Literatur durchgeguckt haben. Was ist die Evidenz? Was wirkt? Was sind die Risiken? Die das alles systematisch durchgeforstet haben und dann Behandlungsleitlinien aufgestellt haben, an die wir uns ja halten. Und Leute, die sagen, das ist alles Humbug, ich weiß es persönlich besser. Ich finde es eine Verantwortungslosigkeit auch, die mich ein Stück weit auch ärgerlich macht. Aber meistens sind es halt Menschen, die halt aus ihrer ganz persönlichen Erfahrung heraus dann generelle Behauptungen aufstellen. Ich glaube, das muss man ein Stück weit leider ertragen. Leider, ja. Ich hätte hier eine Zuschauerfrage auch noch zu Antidepressiva, nämlich ein Zuschauer fragt, was hält Herr Professor Hegel von natürlichen Antidepressiva, wie zum Beispiel Johanniskraut? Johanniskraut ist das einzige, ja, fast das einzige pflanzliche Mittel, wo es auch Studien gibt. Gibt es mehrere große Studien mit Placebo-Kontrollen und einige dieser Studien haben gezeigt, dass es auch eine antidepressive Wirkung hat. Deswegen ist es durchaus auch eine Option, allerdings nicht so frei verkäufliche Säftchen, sondern das muss dann hochdosiert sein. Denn in Johanniskraut sind Stoffe drin, wie Hypericin ist zum Beispiel eine oder Hyperforin, die wirken ganz ähnlich auf das serotonerge System zum Beispiel wie die Antidepressiva. Aber da sind natürlich noch viele andere Stoffe drin und man kann die Dosierung auch nicht so gut kontrollieren. Und da gibt es auch Probleme bei diesen Mitteln. Gar nicht so sehr jetzt die Lichtallergie, die wird manchmal so als Nebenwirkung dargestellt. Die spielt wahrscheinlich im Versorgungsalltag keine große Rolle. Aber es gibt Medikamentenwechselwirkungen. Denn wenn man das hochdosiert nimmt, dieses Johanniskraut, kann die Wirkung anderer Medikamente abgeschwächt werden, was ein Problem darstellen kann. Mhm. Und dann gibt es insgesamt eine nicht so gute Datenlage, was Langzeitwirkung angeht, wie für die anderen Antidepressiva. Also es spricht für mich jetzt ja nicht allzu viel dafür, diese pflanzlichen Mittel zu nehmen, aber gerade in Deutschland haben die einen guten Ruf. Das hat vielleicht was mit der Romantik zu tun. Natur ist gut und Chemie ist böse. Das ist in Deutschland anders als in anderen Ländern. In Spanien oder Portugal oder Frankreich ist jetzt die Zurückhaltung bei Antidepressiva nicht so groß wie bei uns. Aber es ist durchaus eine Option und es ist auch in den Behandlungsleitlinien als Option genannt, Johanniskraut. Aber andere pflanzliche Mittel, da ist die Datenlage nicht ausreichend. Das kann ich dann nicht empfehlen.
Also Sie meinen mit anderen Pflanzen? Es gibt eigentlich für Depression nichts, was nicht irgendwann schon mal irgendwo als Behandlung von irgendjemandem begeistert propagiert worden ist. Ja, ich lese im Chat heute sehr oft, dass die Abkürzung CBD, vielleicht gibt es da wissenschaftliche Erkenntnisse oder schließen Sie das genau in diese Aussage mit ein? Vielleicht sagen Sie nochmal, was CBD ist. Ich würde sagen, wir reden hier von Haschisch oder von Gras in einer anderen Form, ja, in einer medizinisch umgewandt, ist es korrekt? Also Cannabis-Präparate. Also da gibt es keine Studien, die ausreichend belastbar sind, die in irgendeiner Weise zeigen, dass es Antidepressivum geeignet ist. Was es jetzt gibt, neuerdings sind Studien und auch schon in den USA eine Zulassung für ein Ketaminpräparat. Ketamin ist ja auch eine Droge, die ja missbraucht wird. Und hier gibt es ein neues Medikament, das wahrscheinlich auch in Europa zugelassen wird. Nasal ist es dann applizierbar. Ein Esketamin, das ist eine Subform des Ketamins, das wahrscheinlich für bestimmte umschriebene Patientengruppen dann auch zugelassen wird zur Behandlung der Depressionen in Europa. Da ist gerade der Prozess mit Zulassungsbehörde der Europäischen am Laufen. Okay. Wenn wir bei Behandlungsarten bleiben, es gibt ja auch Therapieformen. Es gibt sehr viele Therapieformen, Gesprächstherapie, kognitive Verhaltenstherapie, Psychoanalyse etc. Wir haben vorhin über die verschiedenen Depressionsarten gesprochen, Sie haben die auch erklärt. Mhm. Bei den verschiedenen Arten, wo sollten Betroffene sich am besten, also welche Behandlung ist da am besten für die verschiedenen Arten? Wenn da ist eigentlich ganz eindeutig, dass mit weitem Abstand die besten Wirksamkeitsbelege für die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie vorliegen. Die wird auch gerade von den psychologischen Psychotherapeuten in Deutschland häufig angeboten. Das ist ein Verfahren, das zum Beispiel sich anschaut, wie ist denn die Tagesstrukturierung. Menschen mit Depressionen sind, wie ich vorhin schon sagte, oft sehr liebenswürdige Menschen, die sie auch für andere einsetzen. Und das kann dazu führen, dass sie sich dann immer wieder auch in Selbstüberforderungen manövrieren und ihre eigenen Wünsche gar nicht so richtig wahrnehmen und gut vertreten können. Und das ist dann zum Beispiel ein Element, das man auch übt. Wie kann ich denn mal auch mich abgrenzen, wenn jetzt der Kollege sagt, du kannst für mich einspringen und das schon zum fünften Mal. Und dass man dann auch sagt, nee, heute passt mir nicht, heute habe ich auch was selber vor. Solche Dinge zum Beispiel werden da behandelt, auch wie man so negative Gedankenkreise durchbrechen kann. So alles, was ich anpacke, geht immer schief oder keiner mag mich, die Leute lehnen mich ab, weil ich so viele Fehler mache oder was auch immer. Das sind dann oft so Gedankenkreise, die in der Depression dann besonders virulent werden. Und wie man lernt, die zu hinterfragen und zu verändern. Das sind so Beispiele. Und das ist ein Verfahren, das eine ähnlich gute Wirksamkeit wie die medikamentöse Behandlung hat. Obwohl es jetzt zwei große Studien gibt, wenn man direkt vergleicht eine Behandlung mit Antidepressiva versus eine Behandlung mit Psychotherapie in der Akutbehandlung, ist die Pharmakotherapie etwas besser als die Psychotherapie. Okay. Kann ich auch eine Zuschauerfrage noch einbauen. Ja, bitte. Ein Zuschauer fragt, was sagt Herr Professor Hegel dazu, dass Psychotherapeuten, das passt nämlich auch gerade, überwiegend Diagnosen und jegliche Symptombehandlung, seien es Medikamente oder auch nur Akupunkturhypnose, als Herumdoktoren am Symptom ablehnen? Also er hat das wohl auch selbst erfahren, der Zuschauer. Wie ist da Ihre Meinung zu? Zunächst mal, Akupunktur ist ja, gibt es ja keinerlei Belege, dass sie antidepressiv wirkt. Also das ist etwas, was ich bei einer schweren Erkrankung wie dieser jetzt niemandem als Behandlung empfehlen würde. Hypnose auch nicht, gibt es auch keine. Es gibt einen komplett unübersichtlichen Sumpf an allen möglichen alternativen Angeboten. Und viele dieser Heiler, die es hier gibt, haben häufig eine negative Haltung gegenüber der Schulmedizin,
ich sage spaßeshalber immer, ich bin in Schulmedizin, ich bin Hochschulmedizin, aber das überzeugt die natürlich auch nicht. Die haben dann oft eine Ablehnung und versuchen halt das madig zu machen, weil das halt die Konkurrenz ist. Und das ist ja auch ein Milliardenmarkt. Da ist wirklich, sind finanzielle Interessen in massiver Weise vorhanden. Und da wird dann oft die Pharmakotherapie oder auch die klassische Psychotherapie dann schlecht gemacht. Und das ist ein Problem ja auch in der Krebstherapie und in anderen Bereichen, dass hier halt Geld auf dem Rücken der Patienten gemacht wird. Wenn es ein psychologischer Psychotherapeut macht, also jemand, der tatsächlich auch psychiatrische Erfahrung hat, denn die psychologischen Psychotherapeuten, die mussten ja mal in der Psychiatrie gearbeitet haben. Psychologe selber hat ja mit Erkrankungen zunächst gar nicht so viel zu tun, muss man auch immer wissen. Der Psychologe ist ja nicht zuständig für psychische Erkrankungen, sondern der psychologische Psychotherapeut, der muss mindestens ein Jahr in der Psychiatrie gearbeitet haben und hat damit die Erkrankungen kennengelernt. Wenn der sowas sagt, dann ja, ist das für mich unverantwortlich und schlicht ärgerlich. Ne? Denn ich habe vorhin gesagt, Depression ist ja auch eine Gehirnerkrankung. Deswegen doktern die Medikamente nicht an Symptomen rum. Sind auch keine Happy Pillen, sondern die verändern eben die Hirnmechanismen, die dazu geführt haben, dass der Appetit weg ist, dass man keine Freude empfinden kann und vieles andere, was in der Schlaf gestört ist, dass man permanent sich aufgeregt wie vor einer Prüfung fühlt in der Depression. Das verändern diese Medikamente. Okay, welche Therapieform bei welcher Depressionsart, was schlagen Sie da vor? Was ist der richtige Weg, wenn man, wir hatten das anfangs der Sendung gehört, unipolar, bipolar, Dysthymie, gibt es da Unterschiede in der Behandlung? Ja, also bei der unipolaren Depression, da zählt auch die Dysthymie dazu, aber Dysthymie ist eben diese chronische Form, da sind die Ansätze der kognitiven Verhaltenstherapie sehr, sehr gut. Es gibt jetzt gerade bei chronischen und auch schweren Depressionen noch ein Verfahren, das jetzt noch nicht von den Kassen meines Wissens erstattet wird. Das ist das CBASP, Cognitive Behavioral Analysis System. Das ist ein neues Verfahren, wo es ein paar Studien gibt, die positiv sind, aber auch Studien, die jetzt nichts gefunden haben, was jetzt antidepressive Effekte angeht. Man muss immer wissen, bei der Psychotherapie gibt es momentan drei Verfahren, die über die Kasse abgerechnet werden kann. Also man kann Akupunkturen normalerweise bei den Kassen nicht abrechnen und vieles andere auch nicht, ne, als Behandlung der Depression. Aber abrechnen kann man die kognitive Verhaltenstherapie, man kann abrechnen die Psychoanalyse und tiefenpsychologisch fundierte Gesprächstherapie, die kann man abrechnen. Und da würde ich also ja ohne zu zögern sagen, die besten Wirksamkeitsbelege liegen einfach für die kognitive Verhaltenstherapie vor. Hm. Bei der bipolaren Störung ist die Rolle der Psychotherapie etwas noch geringer. In der unipolaren Depression kann man sagen, es sind zwei Behandlungssäulen, Pharmakotherapie und Psychotherapie. Aber bei der bipolaren Störung ist die Pharmakotherapie noch weiter im Vordergrund. Hier hat die Psychotherapie vor allem auch die Aufgabe, so eine Rhythmisierung herzustellen, weil eben Schlafentzug die Leute in die Manie treibt und langer Schlaf kann eher depressionsverstärkend wirken. Deswegen ist vor allem ein sehr, sehr gut geordneter Schlaf-, Wach- und Tagesrhythmus für diese Menschen wichtig. Und das ist zum Beispiel ein Ansatzpunkt der Psychotherapie bei der bipolaren affektiven Störung. Okay. Immer. Sagen wir mal, nach einer Genesung, also wenn keine akuten Symptome vorhanden sind, sollte man weiterhin dann in Therapie gehen oder die Therapie machen. Und hilft auch Therapie als Vorbeugung? Also wir haben das ja vorhin schon angesprochen, dass wenn man zum Beispiel jemanden in der Familie hat, der auch Depressionen hatte, dass man da Therapien schon vorbeugend machen könnte? Ja, eigentlich ist das nicht zu empfehlen. Ich denke, wie ich vorhin erzählt habe, sich informieren über die Erkrankung, damit man rasch erkennt, ich habe jetzt diese blöde Erkrankung am Hals, ich muss mir Hilfe holen, dass man da keine Zeit verliert, dass man das auch einschätzen kann und sieht, es ist nicht persönliches Versagen und es ist auch nicht jetzt vielleicht die Arbeit der Hauptgrund, sondern es ist die Veranlagung. Dass man das rasch versteht, das ist wichtig. Und
ansonsten eben die Dinge einer gesunden Lebensführung, die man eigentlich jedem Menschen empfehlen kann, dass da eine Ausgewogenheit zwischen Ruhe und Belastung und zwischen dem, was man tut und kann und macht und möchte, diese Stimmigkeit, dass man die anstrebt, das sind eigentlich Empfehlungen, die man da geben kann. Ist auch Sport ein positiver Einfluss dabei? Ich denke schon. Es gibt ein paar Studien, die zeigen, dass wahrscheinlich Sport auch eine gewisse antidepressive Wirkung hat. Aber man sieht ja auch, dass Leistungssportler, die nichts anderes machen als Sport, depressiv werden können. Das ist natürlich auch kein Ersatz für eine Behandlung mit Antidepressiva oder einer spezifischen Psychotherapie. Wir haben viel erfahren, was man machen sollte, wenn man quasi auch, wenn man Depressionen hat, als Betroffener. Wie sieht es bei Angehörigen aus? Wenn ich möchte gerne eine Zuschauerfrage oder auch hier ein Beispiel. Kann ich noch mal reinspringen? Ja. Ist ganz interessant, dass wir nicht vergessen, dass wir jetzt auch so digitale Selbstmanagement-Programme haben. Ja. Die werden ja immer wichtiger und im gesamten Medizin spielen die ja immer eine größere Rolle und das Patienten-Empowerment wird immer wichtiger. Patienten haben immer eine zentralere Rolle, weil sie generieren ja eine Reihe von Daten, die immer mehr wichtiger werden für die Versorgung. Und in einem Rahmen eines europäischen Projektes hat die Stiftung das sogenannte iFight Depression Tool entwickelt. Okay. Das ist nicht kommerziell, es ist sozusagen kostenlos, wird es zur Verfügung gestellt. Und das ist angelehnt an die kognitive Verhaltenstherapie. Mhm. Und die gleichen Module, die wir in der kognitiven Verhaltenstherapie haben, sind hier auch vorhanden. Auch die Schlafregulation, dass man eben auch nicht so lange im Bett bleibt und andere Dinge sind damit eingebaut. Aber das ist nicht so, dass man jetzt ins Internet gehen kann und kann sich das runterladen, weil das wollten wir nicht, weil es die Botschaft ein bisschen raushauen würde, in der Depression geht man ins Internet, lädt sich was runter und behandelt sich selber. Dazu ist die Erkrankung zu schwer und zu bedrohlich. Sondern es geht über einen Arzt, also einen Hausarzt zum Beispiel oder auch ein psychologischer Psychotherapeut, der kann Patienten das Login geben. Okay. Und der muss die dann begleiten. Denn diese Dinge wirken ähnlich gut wie Face-to-Face-Psychotherapie, wenn sie mit Begleitung angeboten werden. Begleitung heißt, der Hausarzt gibt es und beim nächsten Termin fragt er dann den Patienten, haben Sie es denn verstanden, funktioniert es denn, klappt es denn? Jetzt gibt es aber noch eine Hürde und die Hürde ist, damit die Ärzte und die psychologischen Psychotherapeuten die Begleitung anbieten können, müssen sie schulen, denn die müssen ja das Tool kennen, die müssen auch bloß über Depressionen wissen und da haben wir ein E-Learning-Tool entwickelt, das ist auch kostenfrei, die Ärzte draufgehen und sich schulen. Und da gibt es eine Multiple-Choice-Prüfung und wenn sie die bestanden haben, dann kriegen sie automatisch das Recht, Login an ihre Patienten zu vergeben. Da haben in Deutschland inzwischen 3000 Patienten oder so haben das inzwischen genutzt und das ist eine Unterstützung. Wir sagen nicht, das ist ein Ersatz für eine Behandlung für Antidepressiva oder Face-to-Face-Psychotherapie, aber es ist eine Unterstützung und gerade weil es so lange Wartezeiten gibt, bei Psychotherapie kann es auch zur Überbrückung hilfreich sein und da muss man sich nur an die Stiftung wenden und es ist ganz unkompliziert, dann kriegt man da als Arzt, der sowas nutzen möchte, Zugang und dann können es die Patienten auch nutzen. Okay, das klingt auf jeden Fall, App kann ich auch noch erzählen, wenn Sie wollen. Wie bitte? Ja, gerne. Eine App. Ja. Es ist ja so, dass Schlafentzug ja erstaunlicherweise bei der Depression hilft. Ne? Die Patienten allerdings sind ja erschöpft, die gehen oft früher ins Bett und sagen, ich kann sowieso nicht schlafen und bleiben am Morgen länger liegen. Aber ich habe noch nie einen Patienten erlebt mit einer klassischen Depression, der gesagt hat, ich habe nachmittags 2 Stunden geschlafen und war danach erfrischt. Sondern es ist immer genau umgekehrt. Die wachen auf und die Depression ist noch schwerer. Das zu verstehen ist wichtig. Und deswegen hilft diese App, die heißt Get Up App, hilft diese App dem Patienten zu dokumentieren, wie lange war ich im Bett und wie war die Stimmung am nächsten Tag und berechnet den Zusammenhang. Und gibt dann auch Möglichkeiten vor, wie man vielleicht eine chronische, leichte Schlafrestriktion machen kann. Wie man vermeidet, dass man 10 Stunden im Bett liegt, sondern vielleicht nur 8,5 oder nicht 9, sondern vielleicht nur 7,5. Und da kann man gucken, auch im Rahmen des Selbstmanagements, ob das einem was hilft. Das kann man dann auch mit dem Arzt besprechen. Und diese App ist auch kostenfrei. Das ist auch etwas, was die Position des Patienten stärken soll. Und das ist alles auf Ihrer Seite zu finden?
Also genau, diese GetUp-App, da sind wir jetzt gerade dabei, die jetzt bereit zur Verfügung zu stellen. Das Alpha Depression Tool ist da, aber wie gesagt, da ist... Das läuft über den Hausarzt, ja? Über den, oder den Facharzt oder den psychologischen Psychotherapeuten. Es müssen halt Menschen sein, die im Grunde kompetent sind für die Behandlung einer Depression. Wir wollen also nicht haben, dass jemand mit einer schweren Depression versucht, es alleine zu handeln, denn ich kann nur immer wieder wiederholen, das ist eine schwerere Erkrankung als ein Diabetes. Ja. Eine wirklich auch bedrohlichere Erkrankung. Oder halt, also ich finde das sehr gut, diesen Ansatz auch, dass der Facharzt oder der Hausarzt da den Zugang zur Verfügung stellen kann und das begleitet. Ich finde es wesentlich besser, als irgendwelchen unseriösen Quellen im Internet zu folgen. Und das machen ja viele am Anfang, das hört man ja ganz oft. Also das finde ich, ist auf jeden Fall schon mal in der heutigen Zeit auch ein guter Ansatz, eine gute Lösung. Definitiv. Wir kommen zu den Angehörigen, kommen auch langsam zum Ende. Wobei die Frage ist dir, ich will die dir nicht. Ja, ich würde die Frage tatsächlich von den Zuschauern damit einleiten. Okay. Das passt nämlich, denke ich, sehr gut. Ein Zuschauer hat eine gute Bekannte, sie leidet unter Borderline. Oft bekommt der Zuschauer Nachrichten, wie doof alles ist. Sie droht immer, sich selbst etwas anzutun. Und der Zuschauer antwortet dann immer ungern, alles wird gut, so schlimm ist es nicht, etc. Was er auch nicht macht. Er versucht immer positive Dinge zu vermitteln, was toll in ihrem Leben ist. Oft wird es von ihr schlecht geredet oder einfach heruntergespielt. Jetzt zu seiner Frage. Wie kann ich noch reagieren? Was kann ich noch vermitteln? Wie kann ich ihr direkt vielleicht auch besser helfen? Vielen Dank für das Thema heute, sagt er noch. Klasse Talk. Wie kann er da vielleicht noch besser mit umgehen? Das war jetzt eine andere Diagnose. Man muss immer wissen, psychische Erkrankungen, das ist ja ein Bündel völlig unterschiedlicher Erkrankungen mit unterschiedlichen Ursachen, unterschiedlichen Behandlungen. Da gibt es Zwangsstörungen, Essstörungen, gibt viele verschiedene, gibt es Angststörungen, auch verschiedene, Spinnenphobie, Panikstörung und überall schaut es anders aus. Deswegen, auf die Borderline-Persönlichkeitsstörung speziell würde ich jetzt gar nicht so gerne eingehen wollen. Aber ich kann generell was sagen, ja. Was für Angehörige wichtig ist. Ja. Das Erste ist, dass man sich informiert. Denn wenn der erkrankte Partner sich zurückzieht, dann kommen alle möglichen Emotionen ja hoch. Man denkt, der lässt sich gehen oder der liebt einen nicht mehr und dann kommt Wut und Vorwürfe und Ärger oder Verzweiflung auch bei dem nicht erkrankten Angehörigen hoch. Das heißt, man muss sich informieren. Findet man auch auf unserer Seite alle Infos, damit man das kann, damit man sieht, Schuld ist nicht der Angehörige, Schuld ist diese blöde Erkrankung Depression. Und das ist der erste Punkt, das ist der gemeinsame Feind. Dann hat man auch mehr Verständnis, dass der Erkrankte vielleicht permanent Selbstvorwürfe äußert und immer an sich rumnörgelt und da auch nicht rauszuholen ist. Denn mit Aufmunterungen ist bei leichten Depressionen vielleicht noch was zu machen, dass man sagt, komm, jetzt gehen wir mal in die frische Luft, wir zwei und werden aktiv. Aber bei schwereren geht es nicht. Das schaffen die Menschen einfach nicht. Und auch ich, wenn jetzt in eine schwere Depression fallen würde, mir würde es gehen wie jedem anderen. Ich hatte einen Patienten, das war ein Professor, Spezialist für Depressionen, der war in der schweren Depression gefangen, in dieser Depression wie jeder andere. Da hilft das ganze Wissen nichts und den konnte man auch zureden und so, das bringt nichts. Das heißt, man muss sich über die Erkrankung informieren und vor allem gucken, dass der Mensch möglichst rasch in eine professionelle Behandlung kommt. Die Betroffenen selber schaffen das oft nicht. Ne? Das Rumtelefonieren, bis ich einen Psychiater gefunden habe oder zum Hausarzt gehen, ne? Oder zum psychologischen Psychotherapeuten gehen, das schaffen die oft nicht, weil sie auch glauben, sie sind selber schuld und hoffnungslos sind, mir kann sowieso keiner helfen und erschöpft sind. Deswegen ist da oft eine ganz wichtige Rolle der Angehörigen, dass sie den Weg bahnen. Und wenn er dann drin ist in der Behandlung, dann hat er depressiv am Anfang immer das Gefühl, bringt er sowieso nichts, ich bin ja selber schuld, gibt es keinen Ausweg. Dann zu sagen, nee, bleib dabei, mach das, probier das aus, ich bin an deiner Seite. Man muss auch wissen als Angehöriger, selbst wenn man gestritten hat und in welcher Partnerschaft gibt es jetzt nicht irgendwelche Streits oder zwischen Eltern und Kindern, man ist nicht schuld. Schuld ist die Erkrankung. Auch wenn man mal was Falsches gesagt hat, das ist nicht die Ursache der Depression. Die Ursache ist die Veranlagung dazu. Und da ist man nicht schuld. Also man muss kein schlechtes Gewissen haben. Und man muss auch wissen, dass man sie, sagen wir überspitzt gesagt, mit Liebe nicht heilen kann.
auch überspitzt gesagt, wie man eine Blinddarmentzündung auch nicht mit Liebe heilen kann. Es ist eben auch eine Gehirnerkrankung, die Depression, und die geht mit Liebe nicht weg. Trotzdem natürlich ist es so, wie bei jeder schweren Erkrankung, wenn man einen Angehörigen hat als Erkrankter, von dem man sieht, dass der eigentlich wohlwollend und geduldig und unterstützend einem zur Seite steht, das ist für jeden gut und natürlich auch für den Heilungsprozess eher förderlich als umgekehrt. Aber man muss auch seine Grenzen wissen. Man ist nicht schuld und man ist nicht verantwortlich für die Behandlung, sondern wie bei jeder schweren Erkrankung, da sind die Fachleute zuständig. Und da vielleicht, ja, da muss man dann auch wirklich sich nicht scheuen, den Weg zu suchen. Und ich an dieser Stelle habe in anderen Sendungen, wo das vielleicht kurz mit einfloss, immer gesagt, so als, ja, als alter Rettungsdienstler, wenn eine Akutsituation auftritt, nicht zurückschrecken, auch im schlimmsten Falle, aber im schlimmsten Falle, sage ich immer, nicht davor zurückschrecken, das habe ich sehr oft erfahren, in meiner beruflichen Zeit auch die 112 zu wählen, damit dort dann diese Menschen wiederum den Patienten, den Betroffenen zu den Experten fahren, zu den richtigen Abteilungen fahren. Weil das habe ich sehr oft erfahren, dass Leute sich einfach nicht getraut haben, im schlimmsten Falle oder in Akutsituationen nach dem Rettungsdienst zu rufen. Weil da gibt es definitiv auch erstmal kurzfristig mit einem Notarzt, der dazukommt, kurzfristig Hilfe, und dann kann man langfristige Hilfe mit Fachmännern und Experten wie Professor Dr. Hegel planen, und das sollte man auf jeden Fall machen, ja. Das möchte ich unterstützen. Ich denke, wenn wir noch Zeit haben, ne? Ja, bitte, gerne. Wir haben Zeit. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie sagen. Häufig kommt ja auch die Suizidgefährdung ins Spiel. Die meisten Menschen mit Depressionen haben Suizidgedanken, und nicht wenige sind auch suizidgefährdet. Und wenn man als Angehöriger das merkt und der Erkrankte ist vielleicht wirklich in akuter Gefahr, dann ist genau das, was Sie gesagt haben, etwas, was man manchmal auch tun muss. Ja. Denn man will ja nicht zugucken, wie jemand wegen dieser blöden Erkrankung, Depression, sich in Lebensgefahr begibt. So ist es. Da darf man auch keine Scheu haben. Manchmal habe ich sogar empfohlen, so als Klein, ich sage Ihnen das ganz ehrlich, Sie können das ja gerne widerrufen, dann werde ich es nie wieder sagen. Aber ich habe ganz oft auch gesagt, manchmal ist es so ein kleiner, ja, ich sag mal so ein, wie sagt man, so ein versteckter Hinweis oder ein versteckter Tipp. Wenn wirklich nichts geht, wenn man das Gefühl hat, man kommt beim Hausarzt nicht weiter und traut sich nicht zu wechseln, oder man bekommt irgendwo gerade keinen Termin, habe ich ganz oft empfohlen, ein einfacher Weg, der ganz oft funktioniert, ist über den Rettungsdienst. Klar, wir sind natürlich für, man sagt, lebensbedrohliche Notfälle da, aber das kann ein lebensbedrohlicher Notfall werden. Und da sage ich ganz oft, es funktioniert auch manchmal, direkt den Rettungsdienst zu rufen, weil der fährt direkt in eine entsprechende Zielklinik, und da ist zumindest der Erstkontakt durch die Aufnahme des Patienten schon mal gegeben. Und wenn man keinen Termin bekommt oder lange warten muss, ist das so ein versteckter Hinweis, den wir oft im Rettungsdienst damals gespielt haben. Dann rufen Sie den Rettungsdienst, wir fahren Sie in die entsprechende Zielklinik, und da ist durch das Aufnahmegespräch zumindest schon mal der Erstkontakt mit einem Fachmann gegeben. Jetzt werden wir erfahren, ob du das noch sagen darfst oder ja, nicht. Ja, das habe ich immer, das hab ich immer vermittelt. Hegel, es muss ein echter Notfall sein, und wenn man zweifelt ist, haben Sie recht. Aber anders, dass man es jetzt sozusagen als einen Weg benutzt, um irgendwie Gottes Willen, nicht ausnutzen. Da würde man natürlich diese Notaufnahmen verstopfen. So ist es, ja. Das wäre unverantwortlich. So ist es, da gebe ich Ihnen recht. Ja. So können wir das, denke ich, dann stehen lassen. Wir kommen zum Ende, Professor Hegel. Wir kommen wirklich schon zum Ende. Ein sehr sensibles Thema, ein sehr wichtiges Thema. Wir haben das sehr oft von den Zuschauern gelesen. Man merkt auch, dass die sehr viele Betroffene auch da waren und auch Angehörige, die ja auch gefragt haben, was kann ich tun. Wir haben auch die entsprechenden Links von der Stiftung im Chat gehabt, Ausrufezeichen Depressionshilfe, gerne nochmal eingeben, oben ist es auch nochmal, da findet ihr alle Informationen, könnt euch weiter informieren, könnt auch Hilfe suchen, also da ist alles beschrieben, wir haben uns natürlich auch vorher informiert und haben uns die Seite auch angeschaut, und Professor Hegel, ich möchte mich erstmal persönlich bedanken nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch dieses Thema aufzugreifen mit uns und als Experten Ihre Fachmeinung hier kundzugeben und unsere Zuschauer zu sensibilisieren und zu informieren. Ich bedanke mich erstmal hier von meiner Seite. Absolut. Und Daniel hat, bevor Sie das Schlusswort kriegen,
vielleicht auch noch die Chance, sich zu bedanken. Ich kann mich nur anschließen. Ich möchte mich auch bedanken. Es ist immer wieder spannend. Da kommt vielleicht auch die berufliche Leidenschaft doch nochmal immer wieder heraus, mit Medizinern zu sprechen, das zu hören. Ich fand es sehr, sehr spannend, sehr aufklärend. Ich hoffe, es hat den Leuten da draußen was gebracht. Und wir werden immer wieder auch medizinische Themen aufgreifen. Das ist die Information an den Chat. Auch wenn ihr uns das vorschlagt. Und ja, Herr Dr. Professor Dr. Hegel, ich möchte vielleicht Ihnen das letzte Wort überlassen. Ja, mir hat es Spaß gemacht. Ich freue mich, dass Sie das Thema aufgegriffen haben und den ganzen Betroffenen, die vielleicht jetzt noch nicht sich Hilfe geholt haben. Ich kann nur empfehlen, das zu tun, denn Depression ist besser behandelbar, als viele meinen. Also die Menschen, die bei uns in die Klinik gekommen sind, die allermeisten kamen schwer krank rein und gingen deutlich gebessert oder beschwerdefrei wieder raus. Also Depression ist eigentlich eine gut behandelbare Erkrankung, besser als man oft lesen kann. Nutzen Sie die Chance und holen Sie sich Hilfe. Das sind schöne abschließende Worte, so lassen wir das auch stehen. Wir gehen in die Sendung, bedanken uns hinter den Kulissen. Pause. In die Sendung, ja, wir sind ja in der Sendung. In die Pause gehen wir und bedanken uns bei Professor Hegel nochmal hinter den Kulissen und sind gleich nochmal wieder für euch da. Vielen Dank.